Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Oh Gott. Treppen gelaufen gerade. Digga, ich hab ein bisschen Zeitdruck, ne? Kurzfassung. So, ich fahre nach Hamburg, ich drehe einen Vlog für euch. Ich hoffe, er ist spannend, weil ich mache nichts Spannendes, aber egal, ich nehme euch gern mit. Digga, ich gehe jetzt erstmal duschen. Ich nerv schon seit einer halben Stunde meine Instagram-Community. Ich so, ja, ich muss duschen, ich habe keinen Bock. Fuck mein Life, denke ich. Ich will nicht, aber ich muss. Ja, Diggis, ich klatsch mir gleich ein Make-up drauf. Und zwar ein 20-Kilo-Make-up ins Gesicht, das 15 Stunden halten soll, weil vielleicht gehen wir heute Abend noch feiern, bla bla bla. Dazu kommt aber ein extra Video zu diesem Make-up, was ich benutze, bla und sowas alles. So sehe ich im Moment noch aus. Auf Penner, aber es wird sich gleich ändern. Ja, ich muss jetzt erstmal duschen, Gott sei Dank ohne Haare, nur Körper, was weiß ich. Und dann schminke ich mich. Ja, und dann seht ihr mich gleich mit dem komplett heftigen Look. Hallo! So, Diggis, ich bin nicht im Spiegel, da seht ihr das. Oh, Schritt zurück. So, Diggis, ich bin fertig, mein Make-up ist fertig. Ich bin... Oh, das ist anstrengend, Digga. Ich habe fünfmal habe ich mich vermalt bei einem Wing. Und kurz davor habe ich im Video noch gesagt, so, ja, mittlerweile kann ich den Wing echt gut, freihändig teilweise und so. Mitten im Schminkvideo habe ich fünfmal... Ja, hier ist auch ein Spiegel, okay. Gott will euch zeigen, so, werdet nicht wie sie. Esst nicht so viel Kekse. Fünfmal habe ich den Bastard Winged Eyeliner verkackt. Ich habe mich so aufgeregt beim Schminken. Das ist jetzt der 20 Kilo Make-up Look. Der soll jetzt die ganze Nacht halten, falls wir feiern gehen. Vielleicht gehen wir auch gar nicht feiern, wer weiß. Ich muss jetzt packen, mich umziehen. Boah, echt Hunger so, ne? Was noch? Irgendwas wollte ich euch erzählen, glaube ich. Keine Ahnung, was, Digga. Ich glaube, ich bleibe auch so angezogen, Jogger. Aber die hat jetzt so... Vom Highlighter, mir ist mein Highlighter, ich pack meinen Highlighter aus, ist er voll krümelig und kaputt, ich guck so, ich so, alles klar, krass, ist alles klar, ey. So, muss langsam packen, langsam wird die Zeit auch knapp, was geht ab? Scheiße, ich kann nicht gut freestylen, ey, verdammter Mist. Ja, auf jeden, ich bin gut gelaunt, aber ich, keine Ahnung warum, aber ja, auf jeden, ich werde mich jetzt ready machen, packen, bla bla bla. Diggis. Ich gehe mal weg von der lauten, kreischenden Klasse, die fast die ganze Zugfahrt da war. Alter, ich erzähle euch die Story meines Lebens, Mann. Heftig. Oh Gott. Mega Stress. Ich habe jetzt nicht im Zug gefilmt, weil da war eine laute, kreischende Klasse die ganze Zeit. Erstmal, hammer krass, Mann. Ich habe mega die große Reisetasche mit. Keine meiner Handtaschen. Ich habe große Handtaschen. Hat Platz gehabt. Na, ich zeige euch das mal. Ich zeige euch nachher auch, was ich eingepackt habe. Guckt euch das an, Digga. Oh Gott, weißt du, wie schwer die ist? Heftig. Ey, mega anstrengend, ne? Dann war ich natürlich unter Zeitdruck. Schatz, sie war pissig, normal. Aber er war noch lieb, ne? Er hat's echt nicht leicht, der Arme. Oh, mein Armer, ey. Digga, Story meines Lebens. Ich guck so, ich hab auf Instagram so gesagt, so zu meinen Followern, Insta-Story. Ich so, ey, Digga, seid mal meine Agenten, ne? Wenn ihr irgendwo wisst, wo Jesus ist, bla. Irgendwie 187 schreibt mir, ne? Und dann habe ich gesehen, das habe ich vor ein paar Tagen schon gesehen, dass 187 Straßenbande eine Autogrammstunde gibt, ne? In ihrem Tattoo-Studio, aber ich dachte nur Saphir, den feiere ich nicht so, ne? Und dann, ich denke so, nee, schreibt mir so eine Followerin auf Instagram, sie sagt, ey, Digga, hier, Jesus und Alex sind auch da und Jesus, Alex und Bones feiere ich am meisten, ne? Ich denke so heftig, ich so, nee, aber ich will safe sein, ne? Weil ich habe andere Sachen eigentlich geplant. Ich denke so, nein, Mann, krass, ich so, okay, ich bin voll die Terror-Tante, ne? Ich bin ehrlich, müsst ihr wissen, ich Tattoo-Studio die ganze Zeit angerufen, ne? Dann ist endlich jemand drangegangen, die Nummer hast du mega schwer im Internet erstmal gefunden. Und dann jemand ist drangegangen, ich so, ey, sorry, dass ich anrufe, voll nervig, aber wer ist bei der Autogrammstunde und so? Er sagt so, ja, Saphir ist da, Jesus ist da, Alex ist da. Ich so, wow, ich so, krass, Digga, jetzt habe ich meinen ganzen Plan umgeschmissen. Ich treffe gleich zwei Freundinnen, dann essen wir was und dann werde ich eine andere Freundin treffen und wir fahren zur Autogrammstunde. Digga, was soll ich machen? Ich muss so, ne? Hey, die ganze Zugfahrt, laute, kreischende Kinder, Mann. Ich habe mega laut Kopfhörer gehabt, hat gar nichts gebracht. So, ich denke so, warum? Fuck my life, Digga, ich habe mich so aufgeregt. Ja, jetzt muss ich am Bahnhof irgendwo erstmal hin. Ja, und dann zur Autogrammstunde so, ne? Ich freue mich, hoffentlich machen die ein Foto mit mir. Hoffentlich sind die korrekt jetzt, ne? So, ich glaube nicht, dass ich filmen darf. Durfte ich beim letzten Mal auch nicht. Aber, na, mein Zug kommt gleich nach Hamburg, Anschlusszug. Aber, hier fährt mein anderer Zug weg. Aber, guck mal, die kreischen immer noch. Weißt du, wie ich meine? Hört ihr das? Aber, da muss ich auf jeden Fall hin. Da werde ich auch hinfahren. Ich hoffe, es ist nicht kalt, weil eigentlich wollten wir feiern. Aber wenn du dann die ganze Zeit im Kalten stehst, mal gucken. Ich werde berichten, normal, ne? Digga, ich würde das so feiern, Digga, wenn ich ein Foto mit Jesus oder Alex habe. Hoffentlich sind die korrekt, wirklich, ne? Wenn ich extra hinfahre, ich friere auch, ne? Und meine Tasche ist mega schwer. Ich schwöre, ich habe nichts
ich schwöre, ich habe nichts eingepackt, was unnötig ist, glaube ich, so meiner Meinung nach. Ne? Und trotzdem habe ich eine Reisetasche mit. Ich verstehe das nicht. Ich bin 24 Stunden in Hamburg. Ich zeige euch das nachher, was sie eingepackt hat. Ne? Ich verstehe das nicht. Ich werde Schatzi sagen, er soll das Video mit mir hier nochmal gucken und dann analysieren, was ich nicht hätte mitnehmen müssen. Weil das ist doch nicht normal, eine Reisetasche, Mann. Weißt du, wie schwer das ist? Ich verstehe es nicht. Ich wollte Rucksack und so, hat nicht gepasst. Große Handtasche hat nicht gepasst. Ich so, alles klar. Ja, genau. Ach so, das ist jetzt mein Outfit. Jogger, so Schuhe, Hoodie, weil ich habe noch ein Feieroutfit mit, falls wir feiern. Aber ich dachte so, nee, Mann, was soll ich jetzt hier mich hübsch machen? Mir ist kalt, ne? So, ist nicht. Wofür? So, ne, wenn ich mich schminke und so, mache ich dann das ja für mich so, weißt du? So, letztens habe ich unter dem Video gelesen, da schreiben so Leute, ich drehe mich mal so hin, so, ja, wie kann man so ein wenig Selbstbewusstsein haben, wenn man sich so viel schminkt? Das macht man ja nur für die Männer, bla. Ich guck so, ich denk so, halt dein Maul, was für Männer, so, ne? Schatzi feiert das nicht mal, wenn ich doll geschminkt bin. Er mag mich am liebsten ungeschminkt. Er feiert das gar nicht, gerade so wie jetzt, so 20 Kilo Make-up-Look. Also ich lese die Kommentare und denk so, egal, diskutieren nicht, bringt eh nichts und so, soll jeder seine Meinung haben. Ja, wie in jedem Video habe ich Augenringe bis, wach, was soll man dazu noch sagen? So, mein Zug kommt gleich, ich bin mega aufgeregt, betet das Foto klappt. Was geht, Digis? Ich will jetzt im Bus. Wir sind jetzt eine Station entfernt von der Bushaltestelle von 187 Tattoo-Laden. Wundert euch nicht, ich werde nicht krass filmen, weil ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber es ist sehr, sehr doll am Regnen. Ja, meine Schminke hält irgendwie gar nicht, weil es echt krass am Regnen ist und so, außerdem habe ich zu schlafen. Aber es ist noch okay, ne? Ja, ich hoffe, dass ich ein Foto kriege. Ne? Wenn ich ein Autogramm kriege, ich verlos das unter euch, so normal. So, aber ein Foto wäre schon cool. Ja, das Ding ist, ich sehe halt immer noch aus wie ein Penner. Guck mal, ich habe meine Jogginghose an. Meine Schuhe sind schmutzig, sind sie immer. Ich habe meine Jacke an, meine Pennerjacke. Die hat überall Flecken von Rodi. Aber meine Karl-Tasche. Ja, Digga. Auf jeden Fall mega am Regnen, Mann. Ich hasse alles, war egal. Wir werden sehen. Digga, ich schwör auf alles. Wir sind zu spät gekommen, ne? Niemand durfte mal rein. Ich habe extra Oreo-Kekse mitgenommen. Wo willst du denn hingehen, Mann? Ja, zur Haltestelle. Warum? Ja, zu dir. Nee, erst im Bahnhof. Chill mal. Ja, okay, komm hier runter, warte. Guck mal, und wir waren schon zu spät. Ich habe extra... Ja, sie isst gerade die Kekse. Zeig mal als Beweis. Kekse! Ich habe extra Oreo-Kekse mitgenommen, um Jizzes zu bestechen, falls sie keine Fotos mehr machen, ne? Ich sag so, Jizzes, ich habe Kekse, bleib stehen. Er so, nee. Ich so, komm, mach ein Selfie mit mir, ne? Ich zeig euch das kurz, warte. Normal, Digga, normal. Warte, normal. Was ist los bei Alex? So, Diggi, Jizzes-Foto. Ich hab's noch hinbekommen, ich geh rein und Alex steht da so, nee. Ich hab's nicht hinbekommen. Und die Security so, nee, geht mal weg und so, ist vorbei. Ich so, nein, ich so, Alex und so. Ich so, ey, Digga, willst du Kekse? Er so, nee, ich darf nichts von Fremden annehmen, sagt meine Mutter. Ich so, komm, Digga, lass mal ein Foto machen und so, ne? So, und dann, was los bei Alex? So macht man das, wisst ihr, ihr müsst einfach, ich gebe euch mal einen Tipp bei sowas. Erstens müsst ihr charmant sein, ich bin manchmal charmant. Und zweitens, hey, hammer gut. Und ihr müsst Terror machen, so wie ich. Jetzt habe ich mein Foto, jetzt bin ich beruhigt. So, wir sind jetzt an der U-Bahn-Station. Wir überlegen noch, ob wir feiern. Ich weiß es nicht, ne? Ich bin sehr, sehr müde. Meine Freundin ist 23, ihre Cousine ist dabei, ihre Cousine ist 17. Aber es ist ein Unterschied, Digga. Ne? Ich schwör's euch, es ist wirklich ein Unterschied, ob man 17 oder 26. Guck mal, meine Freundin steht genau gegenüber von mir, ihr Gesicht da oben, weißt du, Penner. Ich schwör's euch, es ist wirklich ein Unterschied, ne? Und dann sagt so ihre Cousine, ja, aber wenn man feiern geht und so, man wird hellwach. Ich sag so, Digga, mit 17 war ich auch hellwach, ist das so, ne? Weiß es nicht, ich bin noch unentschlossen, ich bin sehr, sehr müde. Wir fahren jetzt erstmal zum Hauptbahnhof, ich habe meine Reisetasche da gelassen. Ich wollte die nicht mitschleppen. Dann gehen wir zu Edeka und kaufen was zu trinken und dann fahren wir erstmal zu meiner Freundin und dann mal gucken. Alter, ich schwör's euch, Hamburg ist richtig die anstrengende Stadt, ne? Ich hasse Menschen. Ich hasse Menschen so sehr, was soll ich machen, ne? Ich vermisse Rodi so krass. Ich glaube, ich rufe Schatzi gleich an und will nochmal mit Rodi sprechen. Ich vermisse Schatzi hammerdoll. Der Penner antwortet mir seit 3 Stunden nicht, weil er am Zocken ist. Ich bin einfach müde. Überall hast du Geräusche, Gerüche, anstrengend. Digga, ich wohne in einem Dorf mit 60 Menschen. Weißt du, wie ich meine? Ich mag meine Ruhe, ich mag meinen Frieden. Ich bin einfach müde, ich hasse alles. Solche Geräusche meine ich. Hä? Ja, was soll ich sagen? Haut rein, wir sehen uns gleich. So, ich muss euch, wir sind jetzt bei meiner Freundin und ich muss euch einmal nochmal die Keksgeschichte erzählen, ne?
Sie ist schwer für dich zu schweigen, ne? Sie nervt immer und ärgert mich, wenn ich Videos mache, aber sie ist trotzdem ganz liebe. So, ich hab euch ja erzählt, so, dass ich hier Kekse mitgenommen habe, weil ich dachte so wirklich, ich schaue auf alles, ich habe den Schlüssel des Lebens, ne? Ich dachte so, ey, hammerklug, guck mal, die geben eine Autogrammstunde, Alex, Jesus, die haben bestimmt Hunger und dann komme ich und gebe den Kekse und kann doch sein, dass die Hunger haben, ist doch klar, no, ich hätte auch Hunger, so, ne? Und das Ding ist, ich habe Oreo-Kekse sogar mitgenommen, ne? Das ist auch nochmal die Steigerung, Digga, das wusstet ihr nicht. Ja, ich habe die Milch vergessen, sagen die. Daran lag das bestimmt. Und Digga, das Heftige ist, guck mal, Jesus ist, gerade als wir angekommen sind, war die Autogrammstunde zu Ende und Jesus lief zum Auto, ne? Und ein paar liefen so hinterher. Ich guck so, ich denk doch nicht, Digga, ich bin extra hier hingefahren jetzt, ne? Ich laufe ihm hinterher, ich so, Jesus, warte mal, ich hab Kekse, so, ne? Er guckt mich so an, hat ihn null interessiert, nicht mal 1% hat ihn das interessiert. Ich habe meine Oreo-Kekse aus der Tasche genommen. Ich so, ey, warte, ich bin extra aus Flensburg gekommen, ich habe Oreo-Kekse mit und so. Lass mal bitte ein Foto machen, ne? Ich sag, komm, Sünde sonst für mich, ne? Er so, ja, okay, haben wir ein Foto gemacht, habe ich euch schon gezeigt. So, guck mal, das Foto haben wir gemacht. Und da haben wir nett von ihm, wir haben 2 Stück gemacht, Gott sei Dank, weil, stell vor, du machst, und dann merkt euch das, wenn ihr ein Foto mit jemandem macht, macht mehrere Fotos. Stellt ihr vor, ihr macht 1 und ihr seht scheiße aus und kriegt die Chance nie wieder, ne? So, das haben wir gemacht. So, er ist weggefahren, ich hatte immer noch meine Kekse. Ich gehe rein, Alex chillt da so, ich gehe so zu ihm, ich so, ja, und die haben so die Leute schon rausgeschickt, ne? Ich sag, ey, Alex, so dies, das. Ich so, ich hab Kekse, lass mal ein Foto machen, extra aus Flensburg hier und so. Und dann guckt er mich an, er so, ja, nee, meine Mutter hat gesagt, sie darf nichts von Fremden annehmen. Auch ihn haben meine Kekse nicht interessiert. Ich check das nicht, ich verstehe das nicht, wenn... Mich haben deine Kekse. Ja, und dann kommt meine Freundin. Ich war dann auch ein bisschen glücklich, dass ich meine Notfallkekse hatte. Ich habe immer Notfallessen in der Handtasche, meistens, ne? Manchmal esse ich es und dann vergesse ich, Neues reinzutun. Und dann kommt meine Freundin, ja, kann ich deine Kekse haben? Ich gucke sie so an. Ich so, nein. Ich so, hat sie trotzdem bekommen, ne? Mich hat das schockiert. Wenn ich Gangster-Rapper wäre, was ich ja ein bisschen bin, ne? Müssen wir auch realistisch sagen. Wenn ich irgendwo entlang... Bin ich. Ich kann nichts dafür, dass ich es im Blut habe. So. Digga, wenn ich Gangster-Rapper in einer Crew wäre, das bin ich ja nicht. So, dann, und jemand kommt zu mir und bietet mir Kekse an, ich würde sofort anhalten und die Kekse essen. Die hat das nicht interessiert, Jesus ist einfach, der hat nicht mal meine Kekse angeguckt, so, ne? Und das wollte ich euch nochmal erzählen, diesen tiefen Schock, dass es Menschen gibt, die Oreo-Kekse nicht interessieren. Gar nicht. Das war's mit dem Schlüssel des Lebens. Wir entspannen jetzt erst einmal, gucken, ob wir feiern gehen, aber ich filme später nochmal. So, meine Lieben, wir haben uns jetzt entschieden, zu Hause zu bleiben, weil wir sind echt müde, außer die 17-jährige Cousine, sie wird gern feiern, aber wir alten über 20er sind einfach zu müde. Wir werden jetzt ist so, wir gehen auf die 30 zu. So, ne, wir werden jetzt ganz entspannt schlafen, ganz kuschelig. Ich vermisse Rodi und Schatzi ganz doll. Ich habe Rodi sogar extra angerufen und ich wollte mit ihm reden, aber er hat irgendwie nicht geantwortet, weil er schwach war. Das fand ich ganz doof. Morgen sehe ich ihn aber. Ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall schlafen gehen und dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Morgen, Diggis. Was geht ab? Ja, wir haben uns dazu entschieden, nicht feiern zu gehen gestern. War dann voll anstrengend irgendwie. Wir sind auch alt, ne? Aber so eine, außer jetzt die 17-jährige Cousine, die wäre gern feiern gegangen, normal mit 17. Das ist ja alles noch super spannend. Aber wenn du so oft feiern warst, wie wir jetzt teilweise, dann weißt du, dass du noch 100 Millionen Nächte hast zum Feiern gehen halt, ne? Gerade Kiez, Digga. Es ist schmutzig da, es ist laut, es ist anstrengend. Wir haben dann gemütlich zu Hause gechillt. Ich glaube, um 2 waren wir pennen. Mann, ist das schwer hier, eine Frisur hinzukriegen. Ja, jetzt mache ich mich fertig. Oh Mann, ist das anstrengend. Dann gehen wir frühstücken und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Also nicht mehr groß viel. Ich gehe dann noch mit einer Freundin ein bisschen rumlaufen, vielleicht zu einer Ausstellung. Vielleicht gehen wir in die Stadt. Mal schauen. Hab extrem scheiße geschlafen. Aber richtig schlecht. Ich habe auf der Couch geschlafen. Alter, richtig schlecht. Ich zeige euch gleich mal, was ich so gepackt habe. Ist jetzt nicht so spannend gewesen, ne? Aber ich wollte euch das ja mal zeigen. So, ich schmink mich jetzt erstmal ein bisschen und dann sehen wir uns gleich. Ich muss mich ganz dringend meine Augenringe hier. Seht ihr das? Piu. 3 Stunden geschlafen, wenn es hochkommt, weil ich halt schlecht geschlafen habe, ne? Bin auch noch voll verplant. Ich hasse alles, müde. Hau rein. Was geht, Diggis? Ja, ich bin zu fertig, um euch zu zeigen, was ich jetzt alles eingepackt habe. Ich bin echt müde. Ich habe sehr, sehr wenig gepennt irgendwie. Ich erzähl's euch so. Guck mal, ich habe ein Party-Outfit mitgenommen, falls wir feiern gehen. Kleid, so eine lange Weste, Gürtel, Leggings. Schminke ganz viel. Hammer dumm, ich habe gar nicht so viel benutzt. Jetzt Concealer, Make-up, Wimperntusche, Primer. Ja, okay. Ja, und so ein kleines Konturset, ne? Was noch? Kontaktlinsenwasser, Abschminktücher, Energy, Wasser, Kopfhörer, Portemonnaie, Kamera.
Das war's. Und dafür habe ich eine Reisetasche mitgenommen. Ja, hammer heftig, hammer dumm, hammer schwer. Die bringe ich jetzt wieder zum Bahnhof. Ich war nicht mal für 24 Stunden hier. Trotzdem habe ich eine Reisetasche mitgenommen. Ja, das kommt dabei raus, wenn man bis um 2 Uhr nachts wach ist. Man sieht so aus. Bringt auch Concealer nicht mehr viel. Ja, wir gehen jetzt erstmal los. Ich muss mal gucken, wie ich filme. Ich glaube, ich werde jetzt nicht nochmal rumfilmen, während wir frühstücken und rumlaufen. Ja, muss ich mal gucken. Keine Ahnung. Ich bin voll müde. 2-3 Stunden Schlaf ist echt nicht mein Ding. Voll anstrengend, aber es war auf jeden Fall chillig. Ich bin müde, ich muss frühstücken, wir sehen uns später. Was geht, Diggis? Ich fühle mich genauso scheiße, wie ich aussehe. Guck mal, ich hier chill auf Gangster. Ja, ich habe jetzt nicht gefilmt, wir waren noch stundenlang spazieren in der Sternschanze, haben da gefrühstückt. Digga, ich bin erstmal therapiert, was Menschen angeht, ne? Ich war jetzt 1,5 Tage in Hamburg, oder? Ja, doch, so einen Tag, 24 Stunden ungefähr. Bin völlig durch, weil mein Menschenlevel, ne? Guck mal, wie bei Sims. Kennt ihr das Spiel Sims noch? Die haben doch dieses Level mit Hunger, Toilette, was weiß ich, hier, Soziales. Digga, mein Menschenlevel ist so übervoll. Hamburg ist so anstrengend. Eine wunderschöne Stadt, ne? Aber Menschen, Geräusche, Eindrücke. Halt deine Fresse, ey. Wo sind die Menschen? Ne, ich habe mir extra alleine hier einen Platz geregelt. Ich meine Ruhe habe, ich habe mega Kopfschmerzen, komm, meine Augenringe. Ja, sonst war ich gar nichts Spannendes. Ne? Habt ihr trotzdem Lust auf so Vlogs, auch wenn es so unspannend ist wie heute? Einfach mit mir chillen und Zeit verbringen, macht ihr irgendwie. Ist halt heftig, ne? Ich habe hier mal 2 Jahre gewohnt und vor ein paar Jahren hätte ich gerne noch mal wieder hier gewohnt, so. Aber ich mag das bei mir zu Hause, es ist schön da, wir haben einen kleinen Garten, wir haben Ruhe. Ne, es wird zu anstrengend. Berlin ist ja noch mal eine krassere Nummer, ne? Aber oh, jetzt kommen Menschen, glaube ich. Ja. Ist halt heftig, ne? Und ich bin ja auch so ein. Ich bin so ein Mensch, wenn ich unterwegs bin. Ich mach so die Klappen zu. Entweder ich bin viel am Handy, ich bin an sich viel am Handy. Das lenkt mich ab von meinem ganzen von meiner ganzen Umgebung. Weil ich finde es einfach anstrengend. So, das stresst für mich so, ne? Alle reden, alle lachen, alle riechen anders. Und nee, Mann, das ist mir zu anstrengend. In Hamburg kriegst du halt viel mit, was, wenn du sensibel bist, dich auch so berührt. So, ne? Du siehst da Obdachlose, du siehst da Menschen mit krassen Drogenproblemen, du siehst da dies, du siehst da das. So viel. Ich freue mich ganz doll auf Schatzi. Gestern Rudi angerufen. Ich so, hallo, Meinchen. Ich habe Schatzi erstmal angerufen. Ich so, na, Schatzi. Ich so, ja, gib mal Rudi, ich wollte mit ihm reden. Er so, okay. Ich so, hallo, mein Baby, wie geht's dir? Na, du Baby. Ich sag, wie geht's? Erzähl mir, wie dein Tag war. Hast du mich vermisst? Ich komm ganz schnell wieder. Er hat nicht geantwortet. Ich so, okay. Ich dachte, er antwortet irgendwie so, macht Geräusche. Ja, ich bin übertrieben fertig. Ich hätte gar nicht mehr so viel Kram mitnehmen müssen. Ich laufe die ganze Zeit hier in dem Outfit rum. Ja, Digi, ich werde auch zu Hause nicht mehr filmen. So, sorry, Brüder. Ne, aber ich bin echt, ich habe mega doll Kopfschmerzen. War trotzdem sehr schön so, ne? Ich habe Freunde getroffen. Ich habe meine Jesus Alex Fotos bekommen. Was will man mehr? Außer jetzt schlafen und kuscheln. Ja, auf jeden. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf mehr Vlogs, auch wenn es manchmal, ich finde mein Leben langweilig, ne? Aber ihr habt ja irgendwie Lust dazu. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Und jetzt werde ich erstmal schlafen. Ja, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.